Ich erhalte 100 Gold. Bäm, hier ist ein Kabel, was mich stresst. Weg damit. Jetzt ist das Kabel runtergefallen. Eieiei. Das ist zuvor noch niemandem gelungen, den Tod zu besiegen. Und nun eine Schatztruhe. Juhu! Du erhältst eine silberne Münze. Diese ist eine von 10 silbernen Münzen, die in der ganzen Welt versteckt sind. Für weitere Informationen sprich mit dem Antikhändler. Alles klar. Da hinten ist ein Sarg. Geht er auch auf? Ein Sarg. Ob hier auch jemand drin liegt, der auf der Suche nach dem Brunnen der Jugend war? Ein Gargoyle, dessen Antlitz dir merkwürdig vertraut vorkommt. Kennt ihr noch die Serie? Das sieht ja aus wie... Ja genau, das ist nur diese, jetzt doch hier der kleine Typ, der draußen steht. Kennt ihr noch die Serie Gargoyle? Die habe ich geliebt, die war geil. Nur so nebenbei. Gut, Tod besiegt. Verlassen. Und nun? Das ist doch hier, genau der hier ist, das ist doch der Gargoyle-Typ, ne? Da ist der alte Mann, da ist der. Wir laufen mal weiter. Glaubst du, unser Neuankömmling schafft es bis ins Casino? Oh, davon bin ich überzeugt. Ich befürchte eher, dass unser Neuzugang die verbotenen Spiele ignoriert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist Exodix unsere letzte Chance. Nicht so dramatisch. Irgendwas sagt mir, dass Exodix uns alle retten wird. Wir machen das. Wen interessiert schon das Gerede vom Opa aus dem Hauptmenü? Soll ich mal mit dem reden? Escape. Nein, so. Hallo? Das bist doch du. Da seid ihr wieder. Wie kann ich euch helfen? Plaudern. Eine letzte Information habe ich noch für euch. Alles, was ihr im Spiel sagt, wirkt sich auf euer Umfeld aus. Die Leute merken sich alles, was sie einmal gehört haben. Okay, also das haben sie ja schon gesagt, ne? Dass man hier also selbstverantwortlich ist für seine Taten sozusagen. Das scheint ein Grabstein zu sein. Die Inschrift lesen. Hier ruht Luna. In diesem Haus scheint jemand zu wohnen. Anklopfen. Dass ich nochmal auf einen Spieler treffe, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ihr kommt viele Jahre zu spät. Ich habe keine Quest mehr zu vergeben. Ich bin nur noch ein altes Programm, das auf sein Ende wartet. Warum hast du keine Quest? Als das Spiel noch gespielt wurde, hatte ich eine Quest, die ich immer und immer wieder an Spieler vergeben habe. Ich war einer der ersten NPCs, auf die sie getroffen sind. Meine Quest hat also so gut wie jeder Spieler erledigt. Aber das Vergeben einer Quest verliert seinen Reiz, wenn man es hunderte Male... Ruhig, das Wasser ist so laut. Verliert seinen Reiz, wenn man das hunderte Male macht. Der erste Spieler war noch aufregend. Der 10. Spieler aber, der mir dieselben Fragen stellt wie die Spieler zuvor, ist nur noch ermüdend. Als No One Lives in Heaven eingestellt wurde, habe ich meine Quest in den Teich geworfen und jetzt warte ich nur darauf, dass ich irgendwann gelöscht werde. Nochmal anklopfen. Ihr seid es wieder. Ich habe euch nichts Neues mitzuteilen. Seit eurer Abwesenheit hat sich bei mir nichts... Aber ich will auch wissen, was mit Luna ist. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Wer war Luna? Eine neue Quest. Nochmal. Okay. Eine bröckelige Wand herum um die Höhle. Eine Explosion würde sie glatt herausreißen. Nein, ich will jetzt nichts machen. Nein, wer bist denn du? Nichts tun. Seid ihr Sur? Nein, bin ich nicht. Soll ich mal lügen? Nein, ich bin nicht Sur. Ich lüge nicht. Ich lüge eigentlich so gut wie nie. Ich bin nicht Sur. Nur der wahre Sur würde seine Herkunft verbergen. Ihr müsst es tatsächlich sein. Zum zweiten Mal, ich bin nicht Sur. Beweist es, geht ein paar Schritte nach unten. Wenn euch dieses gelingt, seid ihr Sur. Schafft ihr es jedoch nicht, seid ihr ein. Nun, ihr wisst ja selbst, was ihr seid. Ich bin nicht Sur. Ich wusste es, ihr seid ein ganz normaler Mensch. Es wird euch überraschen, aber so wie ihr war auch ich einst ein Mensch. Allerdings verlief meine Vita nicht ganz so erfreulich wie die eure.
Seit 3 Jahren bin ich nun schon in diesem Loch gefangen. Wenn ihr versprecht, mir zu helfen, so helfe ich euch auch. Wir beide sitzen schließlich im selben Boot. Ihr könnt euch zwar frei bewegen, kennt euch aber hier im Himmel nicht aus. Ich hingegen kann mich zwar nicht bewegen, kenne hier aber jeden Winkel. Also, wollen wir zusammenarbeiten? Klar. Wundervoll, ich hätte gehofft, dass ihr das sagt. Ich bitte euch, findet einen Weg, mich aus dieser Höhle zu befreien. Es muss einen geben. Im Gegenzug könnt ihr mich alles fragen, was ihr wollt. Ich teile euch gern all mein Wissen über diese Welt mit. Es wird euch enorm nützlich sein. Ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Theoretisch könnte man also dann hier diese Wand sprengen, aber ich habe keine Fähigkeit, um die Wand zu sprengen. Naja, gut. Dann. Nee, mit dir wollten wir jetzt nicht reden. Da wollten wir auch nicht rein. Ja, wir wollten. Können wir da hochlaufen? Pflücken. Oh, wir können Blümchen pflücken. Komm, wir pflücken Blümchen. Wer weiß, was wir die noch brauchen. Holz sammeln. Ja, wir sammeln Holz. Holz ist auch mal gut. Ein Baum. Ein einfacher, simpler Baum. Er fällt einem erst auf, wenn er nicht mehr da ist. Ja. Ein großer brauner Stein. Was ist das da? Ein blauer, giftiger Pilz. So, aber jetzt frag mich mal. Jetzt geht's ja doch weiter. Du kriegst mich nicht. Das wollen wir doch mal sehen. Kinder. Ich hasse es hier. Ich glaube, mir wird es hier gefallen. Ein Pilz. Oh, ein Mann, den ich noch nicht kenne. Faszinierend. Mögt ihr Streiche? Ich liebe Streiche. Dann seid ihr womöglich der Richtige für meinen diabolischen Plan. Welcher Plan? Südlich von hier, noch vor dem Wald, macht ein Geschwisterpaar ein Rennen. Die beiden rennen schon so lange, ich denken kann. Bitte stört sie bei ihrem Lauf. Wenigstens ein einziges Mal will ich die Gesichter der beiden sehen, wenn sie bemerken, dass tatsächlich mal einer von ihnen gewinnen kann. Macht ihr das für mich? Stört ihr das Geschwisterpaar beim Laufen? Ja. Na dann, macht euch auf den Weg. Alles klar. Ups. Eine Pflanze greift mich an. Angriff. Oh, die ist stärker als der Tod. Aua. Schattenkuppel. Ah, schwach gegen elementlose Gegner. Fast wirkungslos gegen Wasser. Schwach gegen Feuer. Schwach gegen Licht. Schwach gegen Pflanzen. Also machen wir Flammenring. Wir haben sie verbrannt. Bam. Nochmal? Schutz. Ach, jetzt kämpfe ich noch gegen diese Kugel. Fertigkeit, okay. Ja, was ist denn das für ein Gegner? Schwach gegen elementlose Gegner, effektiv gegen Licht. Ja, dann machen wir das mal. Ist ja Licht, oder? Nochmal Angriff. Schaffen wir das? Angriff. Oh, ich glaube, wir sterben. Schutz. Ich glaube, wir sterben.
Oh, ich habe kein Mana mehr, ne? Soll ich den Hund mal drauf ansetzen? Hund. Haha, mein Hund kämpft mit. Kämpft er mit dem Hund? Mein Hund kämpft mit. Ich bin down. Hund, mach ihn platt. Seltsamen Fleck gefunden. Dein Begleiter ist zu erschöpft, um dir weiter zu folgen. Oh, ich habe einen Hund verloren. Game over schon. Ine, mine, doofes Ende. Spul die Zeit zurück und mach ein gutes Ende. Hex, Hex. Bing. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Kinder da. Ah, oh, ein Pilz, 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 Pilz. Die da zu stibitzen. Pilz. Wer weiß, für was wir hier brauchen. Wir nehmen doch mal mit. So. Kinder. Hast du auch eine Schwester, die glaubt, sie könnte dich beim Rennen besiegen? Ich habe eine Schwester, aber ich glaube das nicht. Aber die ist für mich. Hey, steh dich im Weg rum. Wir wollen das Rennen ehrlich gewinnen. Okay. Wie mache ich denn das dann? So, tja. Mein Bruder wird niemals gewinnen. Ich bin viel schneller als er. Hast du auch eine Schwester? Okay. Steh nicht im Weg rum. Vielleicht dazwischen stellen. Warte mal und zack. So, und jetzt schwing, stelle ich mich da rein. Aber jetzt habt ihr doch gewonnen. Schwing. Jetzt warten wir mal. Fehlt mir noch raus. Eine Wand. Dagegen treten. Muss das wirklich sein? Entschuldigung. Ich wollte mal treten. Endlich kommt mal jemand vorbei. Bitte hilft mir, meinen Huhn einzufangen. Warum fängst du dich selbst? Ich bin viel zu ängstlich, um mich auf die Suche zu machen. Außerdem habe ich keine Waffe, sondern nur ein Schild. Das ist mir zu gefährlich, aber ihr seht stark aus. Für euch sollte es kein Problem sein, das Huhn zu finden. Okay, ich fange das Huhn. Ich danke euch, es ist in den Wald links von hier gelaufen. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr es findet, schenke ich euch mein Schild. Findet das Huhn. Links von hier, also 5 von meiner Seite aus. Da das links. Ne? Für euch da das links, für mich aber da das links. Ein Hundi. Hund, Hund. Einfangen. Haha, haben noch einen Hund gefangen. Jetzt haben wir schon 2 Hunde. Oh. Ich will nicht kämpfen. Schwach gegen Licht, effektiv gegen Feuer, gegen Wasser. Ich will nicht kämpfen. Echt jetzt? Wie kann ich denn abhauen? Flucht! Ich versuche zu fliehen. Achso, man soll ja nicht auf den Wegen bleiben, hat es geheißen, ne? Ich hab doch nichts zum Kämpfen. Wir haben ein Holz. Nur ein Straub. Hallo. Eine Wippe, die ausschließlich für das Gewicht von Kinder-NPCs konstruiert wurde. Erwachsene dürfen sie nicht benutzen. Och, Menno. Und die Schaukel? Auch nicht. Na gut. Wie kann ich die beiden jetzt hier vom...
Aber wie kann ich die jetzt da vom Rennen abhalten? Ja. Komische Quest. Irgendwie lässt er sich gerade nicht steuern. Irgendwas stimmt mit der Steuerung gerade. Ach, ich kann auch mit dem WSD laufen. Komm, hier viel einfacher. Mit den Pfeiltasten. Wir sind auf den Wegen bleiben, weil. Was liegt da? Ich habe einen modischen Hut gefunden. Oh, schon wieder so ein Vieh. Nee, ich will nicht kämpfen. Ich bin da noch nicht stark genug. Kein Schild, kein Schwert, kein gar nichts. Der hat zwar ein Schwert auf dem Rücken hängen, aber ich glaube, ich habe keins. Da ist mein Huhn. Einfangen! Weggehen. Ich hatte einen Huhn. Ich habe es. Super, es, so gebe es mir bitte. Huhn hergeben. Jetzt ist mein Abendbrot gesichert. Du erhältst 150 Gold. Und hier ist der versprochene Schild. Du erhältst ein Schild. Und jetzt nochmal reden. Das Huhn war lecker. Ich danke euch. Na toll. Deswegen ist es abgehauen. Achtung, blaue Löcher. Und nun werde ich teleportiert. Oh oh. Eine Schaufel. Ein Säurestein. Eine Schaufel. Aufnehmen. Wir haben eine Schaufel geklaut. Wer bist du? Was ist das hier? Ich darf nicht mit dir reden. Okay. Stört mir meine Kinder nicht. Es war mühsam genug, sie in das Portal zu locken. Braucht ihr Arbeiter? Weggehen? Lasst die Kinder frei. Braucht ihr Arbeiter? Ja, natürlich. Lockt ahnungslose Kinder in die blauen Löcher und ihr erhaltet eine angemessene Belohnung. Nö. Eine weitere Silbermünze. Also noch 9. Kinderhände, schnelle Kinderhände, schnelles Ende, sag ich immer. Weggehen. Also, nee, ich will hier noch nicht kämpfen, aber ich will doch keine Kinder da reinlocken. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Eine Wand. Zurück. Ah, okay. Was ist das für ein blaues Loch? Okay, das gleiche Loch. Zurück. Jetzt mal, aber das wäre jetzt also der Punkt, was mein Spiel beeinflussen würde. Ich könnte natürlich jetzt die Kinder da reinlocken. Aber will ich das? Nee, eigentlich nicht. Wo geht's hier unten weiter? Guck mal, da ist eine Schatztruhe. Jetzt haben wir schon 3 Silbermünzen. Also noch 7. Einen Pilz pflücken. Wir werden ja noch zum Pilzsammler. Das Wettrennen der Geschwister nördlich vom Wald ist langweilig. Es hört einfach nie auf. Habt ihr vielleicht Lust auf ein richtiges Wettrennen? Ich sehe hier keine Rennbahn. Das ist richtig. Eine Rennbahn kann ich mir leider nicht leisten, aber ich kenne einen noch viel besseren Weg, interessante Wettbewerber aufzufechten. Ich habe hier einen Gameboy mit einem Spiel. Es trägt den fantasievollen Namen Wettrennen. Wenn ihr wollt, können wir es gegeneinander spielen. Lasst uns Wettrennen spielen. Na ja, komm, wir spielen mal Wettrennen. Rennen starten. Der ist ja viel schneller als ich. Kann ich sprinten?
verloren, ja. Ich kann nicht so schnell rennen. Jetzt möchte ich nicht mehr mit dir spielen, du bist doof. Aber wir sollen doch die Kinder da hinten noch aufhalten, ne? Da ist eine Ente im Wasser. Und das sieht nach dem Casino aus. Wollen wir ins Casino gehen? Und du siehst auch düster aus. Oh, ein Spieler mit mir braucht ihr gar nicht erst reden. Ich bin einer der wenigen NPCs, die keine Quest für euch haben. Warum bist du dann hier? Was soll die Frage? Haben NPCs eurer Meinung nach etwa nur dann eine Existenzberechtigung, wenn sie euch Spieler nützlich sind? Ich habe größere Aufgaben, als Menschen zu unterhalten. Okay. Plaudern? Der mag mich nicht. Plaudern könnt ihr mit anderen NPCs. Ich bin dafür nicht in Stimmung. Nehmt es mir nicht übel, aber lieber unterhalte ich mich mit meinem Computerprogramm als mit einem Menschen. Okay. Ich muss ins Casino. Dazu braucht ihr einen Schlüssel. Und so einen bekommt ihr nur im Dorf. Eigentlich könnt ihr die Sache jetzt schon vergessen. Es ist viel zu anstrengend, sich einen zu besorgen. Wenn ihr mich fragt, sollte es Spielern generell verboten sein, das Casino zu betreten, ob mit oder ohne Schlüssel. Warum magst du mich nicht? Seht euch doch mal an. In eurer echten Welt übermittelt ihr Menschen Informationen dadurch, dass ihr mit euren Kehlen eine Luftdruckveränderung eurer unmittelbaren Umgebung herstellt. Für euch mag das verbale Kommunikation sein. Für uns NPCs klingt diese ständige Frequenzverschiebung einfach nur dämlich und außerdem auch unangenehm. Du bist sehr oberflächlich. Oberflächlich! Fast die Hälfte von euch Menschen findet die Kommunikation und das Auftreten von Spinnen extrem unangenehm und würde mit ihnen nicht interagieren. Stellt euch vor, ich sei ein Mensch und ihr eine Spinne. Obwohl ihr nichts dafür könnt, kann ich euch nicht leiden, aus rein anatomischen Gründen. Okay. Du meinst aus akustischen Gründen? Klugscheißer. Eins muss ich euch Menschen lassen, ihr habt Humor. Wisst ihr was? Vielleicht kann ich über euer Defizit hinwegsehen. Schließlich sprecht ihr ja gerade nicht, sondern kommuniziert über angenehm ruhige und unaufgebrachte Dialogswahlmöglichkeiten. Lasst mich euch einen guten Geheimtipp geben. Wenn ihr ins Casino wollt, müsst ihr entweder die Quest des fahrenden Händlers erledigen oder ihr kauft euch den Schlüssel in einem der Geschäfte. Um die verbotenen Spiele spielen zu können, braucht ihr aber noch zusätzlich das Meisteramulett. Jetzt haben wir aber erstmal genug geredet. Das könnte der Jungbrunnen sein. Das ist er nicht, aber egal. Selbst Ricken. Wir nehmen trotzdem mal Wasser mit. So, bevor wir jetzt mit euch reden, gehen wir nochmal zurück. Wir wollen die Kinder ja da oben noch vom Wettlaufen irgendwie abbrechen. Oh, ich will die Kinder eigentlich nicht diesem bösen König bringen. Ich finde das voll doof. Gut, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier einen kleinen Break. Und ich finde es bisher amüsant. Ich bleibe mal weiter an dem Spiel dran. Ich werde das mal gelegentlich mal weiterspielen und aufnehmen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben und entscheiden, soll ich dem bösen König die Kinder da reinlocken oder nicht? Entscheidet ihr. Und dann noch dazu, wenn ihr auch Bock auf dieses Spiel habt, ich habe sogar noch einen extra Key für dieses Spiel, wenn ihr da Interesse habt. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich lasse mir was einfallen, wenn da mehrere sind, wie ich das dann am besten verlose. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer XDX. Ciao, ciao.